Ach ja, der Frankie Boy. Vor 10 Tagen ist er gerade 76 geworden. Auch kaum zu glauben, oder? Ja, 76. Ich kenne noch einen Frank, der 76 Jahre alt ist, aber schon ein paar Tage länger. Frank Zander nämlich. Für den ist aber der Dezember trotzdem, ich glaube, es ist wie sein Geburtstagsmonat. Ist er. Weil da ist ein großes Gänseessen für Obdachlose im Estrel Hotel. Und da sind wir heute. Genau. Heute ging es los am Nachmittag. Engel der Obdachlosen wird Frank Zander ja auch genannt. Und wir schauen mal, wie die Stimmung ganz aktuell dort ist im Estrel Hotel. Katharina Zander ist für uns da. Ja, und Katharina wird uns sagen können, ob die Bäuche schon voll sind oder wird noch serviert. Das sieht nach Party aus. Ja, also die 3000 Portionen Gänsekeule sind hier schon mit viel Genuss verspeist worden. Inzwischen, ihr hört es, läuft das Bühnenprogramm in einer unglaublichen Lautstärke. Ich hoffe, ich brülle nicht so sehr. Aber die Stimmung ist wirklich unheimlich fröhlich und unheimlich gelöst. Und deshalb frage ich gleich auch direkt mal nach, wie es denn bisher gefällt. Darf ich Sie fragen, wie gefällt es Ihnen bisher? Das gefällt mir sehr super. Ich bin das erste Mal hier. Aus Brandenburg, ja, und das ist total super, 1A. Was war das Schönste bisher? Was? Was war bisher das Schönste? Alles, es war alles super. Ja, besser geht's ja nicht. Vielen Dank. Und für alle hier, der Held ist natürlich Frank Zander, der Gastgeber des Abends, der auch fleißig mit serviert hat, der sich auch immer unterhält mit den Gästen, sich auch wirklich Zeit nimmt für die Leute. Nicht nur Essen wird geboten, zum Beispiel eine Grippeschutzimpfung. Dann wird auch an die Tiere gedacht, denn Tiere, Hunde werden auch immer mitgebracht. Es gibt sogar einen Tierarzt und 15 Friseure sorgen dafür, dass alle schöner nach Hause gehen, als sie gekommen sind. Michael Müller, der regierende Bürgermeister, hat mitbedient. Viele prominente Gesichter waren hier zu sehen. Franziska Giffey unter anderem, auch die Familienministerin. Dann Wolfgang Lippert, der Entertainer, auch schon oft dabei gewesen, genauso wie von den Grünen Renate Künast. Das ist für alle ein Anliegen, mitzumachen. Das Bühnenprogramm ist auch wirklich hochwertig besetzt. Mit dabei heute auch aus Hamburg Revolverheld, die alle ordentlich zum Tanzen gebracht haben. Johannes von Revolverheld ist jetzt bei mir. Ihr hattet eben zum ersten Mal einen Auftritt hier. Ne? Wie war das vom Gefühl her, die Atmosphäre? Sehr schön, eine sehr positiv aufgeladene Atmosphäre, muss ich sagen. Die Leute feiern ausgelassen, haben wahnsinnig gute Laune und man merkt eben, dass allen hier heute wahnsinnig Gutes widerfährt. Die Leute tanzen und singen alle mit und wir haben auch einigen Song mehr gespielt und haben total überzogen, aber ich glaube, heute ist egal. Ja, warum habt ihr mitgemacht? Ach, wir kennen Frank natürlich schon lange und ich meine, er hat hier was Großartiges, was Einzigartiges auf die Beine gestellt. Ich finde es ganz toll und es ist für uns eine Kleinigkeit, hier hinzufahren und ein paar Songs zu spielen. Ich finde es sehr besonders und wir sind froh, dass wir mal dabei sein konnten. Ja, also Johannes Strate von Revolverheld, ganz begeistert. Frank Zander ist jetzt bei mir. Sie sind ja nicht mehr der Jüngste. Wie halten Sie das eigentlich durch? Also im Kopf bin ich 49. Aber er ist natürlich jetzt ziemlich viel Rambazamba. Aber wir halten es durch, weil wir auch da Kraft schützen. Nicht? Mein Sohn hinter mir, ohne, ich muss immer wieder wiederholen, ohne Estrell, ohne die Köche, ohne die Künstler, würden wir die ja nicht stemmen können. Und die sind alle so positiv geladen. Es ist erstaunlich, man müsste sagen, es liegt so ein heiliger Schein über. Und deswegen schaffe ich das noch eine Weile. Ich gebe den Stab ja an meinen Sohn weiter. Ja, ohne Hilfe ist das ja alles sowieso nicht zu schaffen. Sie haben mal angefangen 1995 mit 300 Leuten in Diedersdorf. Heute sind es 10-mal so viel. Was ist besser geworden, was ist schlechter geworden? Es kamen mehr. Ja, wir wissen alle, diese wunderbare Schere geht natürlich noch weiter auseinander, als wir glauben. Und ich versuche, knallt ja hinter mir. Und ich versuche natürlich ein gewisses Vorbild an eine, weil nur Geld zu sammeln und nichts zu anderen zu tun, finde ich ziemlich schäbig. Und ich komme aus Neukölln und bin ein alter Straßenkünder. Aber mein Sohn kann jetzt auch mal ein bisschen was sagen. Ja, ich weiß, er hat die meiste Arbeit gemacht. Sind Sie zufrieden soweit? Sind Sie zufrieden mit dem Abend? Alles gut gelaufen ist? Alles sehr friedlich und sehr freundlich und alle haben großen Spaß. Also wunderbar. Das ist ganz mein Eindruck. Ich danke Ihnen weiterhin so viel Erfolg. Sie machen die Menschen wirklich glücklich. Vielen, vielen Dank. Und viele helfen dabei. Frank Zander hat es gesagt, dass das hier zustande kommt. Auch die BVG-Busfahrer, die sorgen nämlich dafür, dass die Gäste überhaupt hierher kommen. Und Treffpunkt war heute an der Mission in Tiergarten. Seit 6 Jahren opfert Derek Fulton einen freien Tag, um ehrenamtlich Gäste zum Gänseessen zu fahren.
Weihnachtszeit ist ja eine schöne Zeit, da wo die Leute auch viel geben. Und das ist mein Beitrag jetzt, um den Leuten hier also auch ein bisschen was von mir zu geben. Seit 12:30 warten die Ersten an der Stadtmission. Der Weihnachtsmann kontrolliert die Bändchen. Meine Frau und ich, wir machen das gemeinsam. Meine Frau ist dann nachher der Engel noch, unter anderem einer der Engel. Heute lässt der Fahrer seine Gäste auch mal sie selbst sein. Ansonsten ist ja sehr viel verboten während der Fahrt mit der BVG. Aber hier machen wir heute mal so eine kleine Ausnahme und machen den Leuten auch eine Freude damit. Und auf der Tour nach Neukölln kommen alle schon mal klangvoll in Stimmung. Wir wollen ja richtig mit Stimmung dort ankommen. Ja. Euer Knabe im lockigen Haar. Ja, da sieht man, da ging es schon gut gelaunt los. Darf ich Sie fragen, wie gefällt es Ihnen? Wunderbar, wie jedes Jahr, immer schön. Nehmen eine ganze Menge Mühe und wir wollen uns dankbar sein, dass der Frank Zander das auch für uns tut. Vielen Dank, weiterhin viel Vergnügen. Ja, Frank Zander ist hier wirklich der Held für alle, aber warum, kann man auch gut verstehen. Und ich glaube, all die, die heute hier sind oder für viele von Ihnen, ist heute der schönste Tag des Jahres und man kann sich nur wünschen, dass die Hilfsbereitschaft heute auch mal länger anhält, nämlich über Weihnachten hinaus. Ich glaube, diese Menschen würden es zu schätzen wissen. Und bis 19.30 Uhr geht das Ganze noch. Gleich wird Frank Zander auch auf der Bühne stehen und dann werden alle wie immer singen. Nur nach Hause gehen wir nicht.